Mein Name ist Florian Prunold, ich bin Bundestagsabgeordneter und parlamentarischer Staatssekretär im Umweltministerium. Ein parlamentarischer Staatssekretär ist der Vertreter der Ministerin, zum Beispiel im Kabinett. Außerdem ist er das Scharnier zwischen dem Bundestag und dem Ministerium. Und dann ist so eine Woche im Regelfall von Montag bis Freitag von 7 Uhr, 7.30 Uhr bis 22 Uhr Zuschauer, jede Stunde, jede eineinhalb Stunden ein anderer Termin. In Nichtsitzungswochen bleibt mehr Zeit, sich um inhaltliche Dinge zu kümmern, Rücksprachen zu machen, zum Beispiel zu aktuellen Gesetzgebungsverfahren. Ich selber bin in die Politik gegangen, um zum Beispiel den Ausstieg aus der Atomkraft zu bewerkstelligen. Und ich habe über 20 Jahre lang politisch gekämpft, bis es gelungen ist. Und vielen geht das nicht schnell genug, das weiß ich. Aber ohne einen langen Atem wird man die Dinge auf der Welt nicht besser machen. Und auch die Geschichte des Umweltschutzes zeigt, dass man einen langen Atem braucht, dass es aber auch gelingt, Stück für Stück Erfolge zu haben. Die sollte man nicht vergessen. Auch hier zeigt sich, dass wir es nur schaffen, dass wir unseren Planeten retten, wenn wir zusammenarbeiten. Am meisten Spaß bei der Arbeit macht mir, dass ich eigentlich fast jeden Tag was Neues dazulerne, dass ich unheimlich viele engagierte Menschen treffe und dass ich weiß, dass ich für eine der wichtigsten Felder in der Politik arbeite, nämlich, dass wir auch der nächsten Generation noch einen liebens- und lebenswerten und vor allem intakten Planeten hinterlassen.